Oh, es ist schon ein Halbfinale. Ja. Tatsächlich. Und wir gehen auch direkt rein. Ja, wir sehen, die haben schon... Oha, ich habe direkt den ersten Swing von Linotox verpasst, der sehr nice gewesen sein muss, wenn der für 100 gereicht hat. Aber ja. SDN schlägt auch sofort zurück, wie man sieht. Ja. Man muss sagen, das ist das erste Mal, dass wir SDN heute on-stream sehen. Die letzten Male immer doch die ein oder andere Begegnung gesehen. Und der ist ja dauernd bekannt für seine Favoritenrolle hier. Ja, ich meine, man muss ihn halt auch nicht so früh on-stream nehmen, weil er am Ende... Er ist immer noch da. Ja, so im Halbfinale und im Finale, Losers Final und so, wird er halt schon roundsticken insofern. Aber Linotox gönnt sich direkt den ersten Stock mit der Upsmash. Nice. Ja. Sehr, sehr schön. Sehr wichtig, auch einen Early Lead sich hier aufzubauen. Mal gucken, ob SDN da gleich ziehen kann in Sachen Stocks. Ja. Ja. Misst da den Follow-up. Aber Linotox konnte sein Advantage jetzt auch hier nicht großartig pushen. Nee. Auch also mit der sehr nicht. Ich glaube, noch ein bisschen tasten, ein bisschen abtasten. Aber, ja, aber die Dash Attack, ja. Man kennt. Ist der Ausgleich tatsächlich da? Stockmäßig, also wieder even. Ja, die Combo scheint immer nur näher Uptilt zu sein, ne? Danach muss er irgendwie für ein Callout gehen oder so. Ja. Kann er nicht einfach weiter comboen. Ja, jetzt hier der Edge Guard. Oh, okay, direkt für die Forward Smash. Fällt den Tags aber nicht drauf rein. Aber okay, nice, dass er direkt die Back-Air nach der Sehr bekommen hat. Aus der Sehr kann man halt richtig nice... Oh, das dann hittet. Das könnte reichen. Ja, nice. Mit dem Disable? Mewtwo, ne? Glass Cannon, sehr gute Daumen Finishes. Und bringt hier eben den Stocklead mit sich. Das gefällt mir bis jetzt sehr gut. Ja, auch die Combo, die Forward-Air aus der Nähe. Ich find's auch gut. Landet er mit der Forward Air. Sehr, sehr starker Advantage State. Er juggelt ihn einfach, wie er dann auch für die Forward Smash geht, um das Spiel schon zu beenden. Aber die hat er nicht bekommen und SDN schlägt direkt zurück. Jetzt haben wir beide Last Stock. Aber 80% Schaden schon bei SDN vorhanden. Das kann natürlich ein großer Vorteil sein und das könnte reichen hier. Nee. Der Rapid Jab macht nicht so viel Knockback. Aber jetzt diese Offstage-Situation ist tatsächlich ziemlich gefährlich für SDN. Aber er ist ziemlich nice recovered. Die Side-B kommt hier nicht mehr in irgendwas. Ja, aber die Run-of-Forward erreicht. Das ist Game 1. Hat Linotox das erste Game geholt, ja. Finde ich, hat er sehr gut gespielt. Besonders den Advantage-State hat er mal schön ausgenutzt. Er konnte sich denken, in welche Richtung SDN driftet und hat dann je nachdem Up-Air oder Back-Air gemacht. Ja. Versucht das Landing zu punishen. Doch, finde ich sehr nice. Ja, ich muss auch sagen, Linotox haben wir heute schon einmal gesehen on-stream. Ja. Und das war wirklich einfach eine sehr, sehr cleane Performance, auch die wir da schon gesehen haben. Und er knüpft da direkt an. Ja, er wird auch immer besser. Das ist wirklich. Es macht sehr viel Spaß, Linotox zuzuschauen, finde ich. Ich finde zum einen Mewtwo cool. Ja. Linotox Combo Game in particular, aber halt auch, dass er sich die ganze Zeit verbessert. Ja. Jetzt ist er Seed 5 auf diesem Event hier, aber versucht gerade Seed 1 augenscheinlich. Wobei SDN natürlich gerne ist auch mal nicht einen der Einzige, macht. Ne? Ist ja nicht der Einzige, der für Seed 1 hier versucht. Das ist das Ding. Mal schauen wir mal, wer hier jetzt in die zweite Begegnung besser reinkommt. Noch ist es relativ even. Ja. Beide noch auf ziemlich kurzen Prozenten, aber SDN findet nice and confirm. Ah, es ist sehr, sehr heftiger Trade und das tut einfach auch schon weh an Prozenten da. Ja, also als Mewtwo will man eigentlich nicht so hohe Prozente haben, weil obwohl man sehr große Hurtboxen hat, ist man halt sehr leicht. Ja. Ah, okay, ja. Die API kann man von Ike kann man halt sehr leicht spiken, aber da hatte gerade die Zeit nicht gereicht. Er hat es trotzdem versucht. Ah, mal sehen. Ja, es gibt auch andere Wege, sich zu punishen, vielleicht wäre das besser gewesen. Er hat 4% inzwischen. Bei Linotox, da muss er jetzt ein bisschen aufpassen. Oh, okay. Ah, Mist ihn. Ja, er hat schon wieder die Daumen versucht. Respektiere ich. Ah, dass das Confusion gemisst hat gerade, war ein bisschen ärgerlich. Da ist Ike einfach straight durch. Ja, bei diesen Prozenten kann er aus der Downthrow nichts kommen und hat deswegen abgewartet. Ob SDN irgendeine Panic Reaction macht, einen Air-Dodge oder so, aber der ist ausgeblieben und dann war da nichts, was er punishen konnte. Okay, den erreicht noch nicht ganz, aber jetzt sehr gefährlich, ja. Mit der AP ist er leider laggy gelandet. Jetzt konnte er SDN punishen mit seiner schnellsten Aerial. Der erste Stock, den Linotox hier verliert in der zweiten Runde. Oh, SDN aber auf seinen 100%. Das heißt, er ist auch gefährdet, durchaus seinen Stock bald abzugeben. SDN kriegt auch keinen einzigen von den Shadow Orbs ab. Ja. Oh, da hat er einen abbekommen. Das ist Linotox versucht ihn immer so ein bisschen auf Range zu halten, aber... Es funktioniert ganz gut. Ich Jetzt gerade geht der Advantage Set auch schon sehr long, aber jetzt haben wir wieder Mewtwo. Ich habe das Gefühl, Mewtwo hat einfach ein bisschen mehr Range eben als Ike. Und das spielt man hier ganz gut aus. Ja, wobei beide natürlich ordentliche Range haben, aber Ike hat kein Projektil. Und das macht einen sehr großen Unterschied. Der Abfall reicht auf jeden Fall, ja.
Immerhin hat er jetzt einen Ausgleich gefunden, aber 52 ist halt auch nichts. Ja, 52. Muss er sich vorsehen. Ja. Man kann sagen, gerade für Mewtwo, ne? Es ist. Ah, okay, nice. Also, das war ein ganz guter Trade, finde ich, weil der voll aufgeladene Shadow Orb so viel Damage macht. Ja. Oh, nice. Neotox jumpt einfach rein. Hat sich gedacht, dass SDN. Ah, Mist, aber. Erneut. Und jetzt lädt er wieder hier die Orbs auf. Man sieht das schon ganz gut. Okay. Wie da eben gespielt wird auf Range, dann man Mili. Ja, ganz knapp. Das war sehr knapp, dass die Forward Air nicht getroffen hat. Das hätte auch auf jeden Fall für den Stock gereicht. Bisschen ärgerlich für SDN. Ah, Shadow Ops müssen hier weiterhin. Ah, nice. Ja, der Uptilt war smart. Ja. Er hat sich denken können, dass die Back Air kommt. Habe ich mir auch. Und da der Uptilt war halt wirklich der perfekte Punish und dann der Follow-Up mit der Abwehr, hat er sich den Stock auf jeden Fall auch verdient. Ja, Minotox ist jetzt in seinem letzten Stock. Die Daumi aus dem Disadvantage ist auch interessant, wenn er getroffen wird. So, er versucht zu wieden. Das Ike ein bisschen auf ihn zurennt, um ihn dann direkt zu stunnen. Ja, jetzt ist eine sehr gefährliche Situation, ja. An der Edge ist wirklich, wirklich schwierig. Er muss da jetzt irgendwie recovern und er frisst sehr, sehr viele Prozente hier. Ah, das ist sehr, sehr gefährlich gerade. Ja, jetzt. Ah, okay, das war eine gute Abwehr. Ich habe auch nicht damit gerechnet. So, und jetzt. Ja, das war's. Der Ledge Pressure war sehr nice. So. Der Two-Stock. Ja. Jetzt hast du hier einen 1-1. Und jetzt geht's nämlich weiter. Wir spielen ja Best of 5. Ich öffne mal den Twitch-Stream an meinem Handy, dann kann ich den Chat lesen. Das kannst du gerne tun. Der ist auch, glaube ich, auf dem Laptop offen. Achso, ja, stimmt. Ich kann auch einfach den Tab wechseln, ne? Ja, das so. Ist schlauer. Guter Punkt. Ja. Ich dachte mir, dass. Das war Foots to Downbe tapped crazy, schreibt Bob. Hoffe, man sieht den nochmal getroffen. Ja, Syntec hat mir auch schon gesagt, dass er gesehen hat, dass Linotox heute sehr viele Kombos macht und dass sie wohl gerne mal so Footstool-Downbee-Sachen beinhalten und allgemein viele Footstool-Kombos. Ich weiß schon länger, dass Linotox die lappt, aber auf jeden Fall freut mich zu hören, dass er die jetzt auch öfter im Game anbringen kann. Hier auch ein ganz guter Kombo-Starter. Ist leider in die falsche Richtung gedashtackt. Ja. So, wir schauen mal noch. Jetzt ist es ein bisschen abtasten, aber Linotox nimmt eben schon wieder sehr viel Schaden gerade. Oh, okay, dass er da die Dash Attack out of Shield macht. Ja, die hätte ich nicht gedacht, aber war auch ein bisschen zu langsam. Ja, jetzt gerade hitten sie sich nicht. Ah, okay. Das ist schwierig, das ist schon wieder sehr, sehr viel Schaden. Ja. 86. Ja, Mewtwo kann sich halt leider auch wirklich nicht oft treffen lassen, besonders in dem Matchup. Ike hat so einen krassen Damage Output und Knockback. Ja. Mewtwo ist so leicht und wird auch noch so leicht getroffen, weil er so riesig ist. Ja, große Hitbox, leichter Charakter. Ja, das ist eben schon schwierig dann. Detail Hurtbox. Ja. Und jetzt versuchst du eben mit deinem Projektil da wieder ein bisschen zu arbeiten. Er versucht immer ein Opening zu finden durch die Shadow Orbs. Wenn der Shadow Orb trifft, kann man das halt auch noch Kombo teilweise in Grab oder so. Aber SDN wirklich hier eiskalt. Aber hier, wie soll man diesem riesigen Schwert auch entkommen, diesem riesigen Körper? Der ist erste, dann halt auch der erste schwierig irgendwo. Ist abgetreten. Ah, interessant, dass er den Tomahawk Grab versucht. Ja, ich glaube, Linotox ist ein kleines bisschen. Er ist ein bisschen vorsichtiger auch, ne? Er spielt schon anders als Game One, finde ich. Ja. Also defensiver, vorsichtiger und bisher scheint es nicht so viel für ihn zu tun. Aber wobei. Wobei. Jetzt hier nochmal einen Ausgleich holen. Ich meine, wahrscheinlich war er immer noch in dem more aggressive Playstyle, als SDN angefangen hat. Ist nach und nach mehr und mehr für ihn zu entscheiden, insofern würde sich schon was dabei gedacht haben. 74%, du kassierst schon wieder sehr viel, aber du kannst halt auch gegen Shadow Orb into Dash Attack war nice, aber dann leider keinen Tech Chase auf der Plattform bekommen. Der hätte es wieder even gemacht. Ah ja. Die Up Air das ist holt schwierig. Viele Stocks. Die ist auch riesig. Macht halt eben auch sehr viel Schaden, ne? Und jetzt mal gucken. Ah, Edge Guard. Nicht ganz erfolgreich leider. Und jetzt muss man SDN hier auch mal den nächsten Stock abnehmen. Sonst wird das sehr, sehr schwierig für Linotox noch was zu machen gerade. Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Er ist jetzt auch, also er versucht auch den Stock irgendwie zu holen. Down Smash. Ja. Er haut Kill Options raus. Ah, und jetzt hier die. Ah, ja, ich weiß nicht, ob ich da den Doppelsprung so gefühlt habe, aber hat er zum Glück nicht. Aha, das Ledge Trapping. Die Edge Guard, das ist wirklich sehr, sehr schön. Da ist auch sehr scary Situation. Krass, dass er das überlebt das hat. Bei 100% knapp, aber Rage, oder? Aber er hat das halt korrekt geheilt. Aber halt auch gut geschildet von SDN. Ist das tatsächlich genug? SDN holt sich die zweite. Noch ein Two-Stock. Zwei hintereinander.
Das ist schon. Aber es ist Best of 5, ist noch nichts vorbei. Ja. Ja, da muss ich überhaupt recht geben. Die Adaption von SDN ist wirklich gut. Ja. Er hat dann auch den Playstyle, mit dem er halt Game 2 schon geholt hat, dann auch in Game 3 durchgezogen, was absolut Sinn ergibt. Ja. Und er hat. Beide haben ganz anders gespielt in Game 1. So. Gehen okay, in die vierte Runde. Krass, wie viel er aufs Schild masht. Oh, der Parry nice, aber leider nur ein 4,4% Down-Tilt. Also. Oh, aber das ist auch ein schöner Swing. Jetzt geht's los, nice. Ja, gute. Das erinnert mich schon wieder ein bisschen mehr an Game 1 hier, was ich hier sehe. Sehr gut. Ja, ein schönes Opening, finde ich. Ja, jetzt kassiert man eben aber selber auch ein bisschen was, aber teilt sehr, sehr gut aus. Hat ihn jetzt hier an der Edge. Ja, ich war auch gespannt auf den Edge-Guard, aber leider... Oh, jetzt kam da nicht so viel. Oh, okay. Dann halt die Forward, ihn jetzt hier. In der Bedrohung. Ach, der Normal Getup Doppel-Roll. Ja. Wird aber nicht gepunished. Oh, das war sehr nice. Ja, die Side, die von Ike gepunished hat mit Shadow Orb. Oh. Ja, da war schon wieder die Abwehr, die schon sehr viele Stocks geholt hat. Da konnte er entkommen. Confusion into Forward, er nicht tue bei den Prozenten. Auch nicht in der Luft. Das ist jetzt schwierig. Die Frage die ist. Die Grab-Combo ist echt gut. Von SDN. Immer so kleine Confirms. Auf allen möglichen Prozenten gefühlt. Also beide sind jetzt eigentlich in. Ja. Krasser Spot-Dodge. Wie als hätte er das Confusion geredet. Ja, Stock liegt wieder für SDN. Ja, schwierig auch vom Momentum her. Dinotox muss jetzt den Kill finden. Das reicht nämlich ganz knapp noch nicht mit dem Backthrow. Naja, die Side-B von der Ledge. Ja, das ist nämlich genau das Problem. Jetzt laufen sie wieder ein bisschen rum und hitten sich abwechselnd. Ah, nee, er kriegt einen Kill. Das ist wichtig. Ja, das ist das Gefährliche, dass er dann immer so ganz wenig Damage frisst von so einzelnen Interaktionen. Und dann ist er halt am Ende wieder auf 80, wenn er den Kill erst kriegt. Dann liegt er so weit hinten. Das tut dann wirklich weh nachher hinten raus. Ja, das sammelt sie nämlich an. So. Ja. Oh, jetzt hier eine schöne Combo, aber kriegt natürlich auch direkt Konter. Das war echt gut. Aber das ist 48. Echt... Schöne Sequenz, gute Hits. Oh ja, Linotox geht gerade ab. Der gesamte Stock gefällt mir schon extrem gut. Ja. Die Aerials sind super on point. Gerade hat er aber leider die Backer ein bisschen gemisst. Das wäre crucial gewesen für den Stock. Aber er hat Neutral nochmal gewonnen. Let's go. Es ist nicht so leicht gegen SDN. Oh. Hat ihn jetzt hier an der Edge, maybe? Ah, die Upsmash. Ich weiß nicht, ob er das überhaupt wollte. Ich glaube, er wollte lieber abtilten, aber... Oh, okay. Was? Das gilt. Ja, ja. Ike sehr, sehr hat auch ja, sehr viel Rage, aber der Ausgleich. Tatsächlich sehr, sehr even. Jetzt hier. Ja, Linotox muss der letzte Stock für beide. Den muss er jetzt holen. Oh ja, das ging schon sehr gut los. Er ist ja dann auf den Kopf geschüttelt. Vielleicht ist er ein bisschen frustriert. Vielleicht kann Linotox capitalisieren. Oha, ja, das Zoning Game gespielt. Den Roll-In wollte er mit Downsmash punchen, hat aber ganz klar leider nicht funktioniert. Oha, ja, also. Das sieht schon gut aus. Linotox scheint sich nicht zu sehr verrückt und nervös machen zu lassen, obwohl das hier sein letzter Stock im Winners Bracket ist, potenziell. Ja. Er will eben noch nicht raus. Das Back-Air-Gehagel. Er will noch ein bisschen spielen. Ja, aber jetzt seit einer Weile hat er ihn nicht mehr getroffen. So, jetzt der Spot-Dot-Tweet oder Call-Out. Richtig gut. Das Damn, ist das 2-2. Game hat mir sehr gut gefallen von Linotox. Ja, oha, Warp, danke für deinen Prime-Sub. Hey. Hier ein bisschen Unterstützung für die Szene. Ja, nehmt euch mal ein Beispiel an Warp und subbt alle. Nein, ihr müsst nicht subben, das kostet Geld. Außer ihr Prime, dann kostet es kein Geld. Da müsst ihr es trotzdem nicht machen, aber es wäre auf jeden Fall nice. Follow reicht auch schon. Oder wenn ihr was Nettes schreibt. Wollte gerade sagen, einfach reinfolgen, dann verpasst ihr keine LEZs mehr. Das ist ja das Wichtigste. Die Downsmash war echt mega nice, da gebe ich Taste King recht. Und wer weiß, vielleicht sehen wir sogar noch irgendeinen nicen Footstool Downbeat oder so. Oh, wir kommen wieder rein und Linotox eröffnet direkt wieder mit einer sehr schönen Kombo. Ja, 63 auch. Da geht's wieder los. Wirklich gut. Der Advantage State von Mewtwo ist halt auch insane, aber es ist trotzdem nicht leicht, das immer auszunutzen. Vor allen Dingen, Ike hat ja eben auch so viel Damage-Potenzial. Das ist eben sehr schwierig, das immer sozusagen auf dem Schirm zu haben. Was ein Trade. Richtig nice mit der Forward Air. Dass das reicht und man geht hier ins Stocklead. Und das ist ja das... Ja, und er ist gerade auch dabei, eine Combo zu starten. Ja, und schöne Hits hier. Also es ist hat es richtig gut unter Kontrolle gerade. Linotox wirklich mit... Ja, er kann jetzt... SDN ist nur am Approachen, weil er hinten liegt.
will er jetzt langsam mal ein bisschen zurückkommen und Linotox nutzt das komplett aus. Geht immer einen Schritt zurück und versucht den Approach zu punishen. Ja, schön. Man ist eben Stocklead vorne. Das heißt, du kannst hier auch ein bisschen Prozente traden. Ah, okay, den Mistake gepunished mit der Forward Smash. Richtig krass. Und jetzt SCN Oha, ist hier im letzten Stock. Welch SCN hätte ich echt Angst jetzt. Es steht auch 2-2, so er verliert jetzt legit einfach als Seed 1 gegen Seed 5, wenn er jetzt nicht einen Reverse 3-Stock macht. Gegen Linotox. Wir warten mal ab. Damn. Es bleibt nämlich spannend. Man tradet da wirklich viele Prozent auch wieder. Aber SDN, er braucht jetzt hier Stocks. Was der erste, ja, ist der erste Stock. So, jetzt muss er wirklich sauber hier spielen. Linotox kann eigentlich noch ein bisschen mehr Fehler sich erlauben und tradet da schön Prozente rein. Ah, das ist fast, kann es schon. Ah, nee, okay. Findet noch einen Weg zurückzukommen, aber es ist halt insanely scary. Fast das Set gewesen, aber ein richtig krasser Advantage-State von SDN auch. Hat ihn über die ganze Stage getragen. Hat den richtig clean Edge Guard noch performt. Aber der Parry. Okay, bleibt doch. Oh ja, es reicht! Oha! Es reicht! Der Nerd Backdown into Up Smash. Was ein Finisher. Richtig sweet. Eieiei. Und das ist tatsächlich der erste. Ihr wolltet, dass Linotox delivered und er hat delivered. Keiner kann sich beschweren. Erste größere, ich würde mal sagen, Upset hier heute. Wir haben es gesehen, Linotox heute wirklich mit... Oha, Longo ist auch am Start, war mir nicht bewusst. Sauberen Performance. Chillig. Es ist